Ja, grüß euch, hier ist der Max und heute ist der 28. März 2020. Wir befinden uns jetzt schon 2 Wochen lang in einem Ausnahmezustand. Hier in Österreich hat uns ja die Bundesregierung verschiedene Ausgangsbeschränkungen und Verordnungen eben da auferlegt und die haben wir natürlich auch zu befolgen. Ja, ich bin heute in der Früh am Sonntag gleich nach der Sommerzeitumstellung gleich einmal da heraus in die Natur und mache da einen kleinen Spaziergang durch die Au, um eben keinen Leuten zu begegnen und außerdem mich ein bisschen fit zu halten. Ich tanke den Sauerstoff, ich genieße die Sonne und dann schaue ich, dass ich wieder nach Hause komme, weil wenn die vielen Leute wieder unterwegs sind, dann möchte ich eigentlich nicht da draußen sein. Wie der Coronavirus Ende Februar von China nach Europa gekommen ist, hätten wir uns hier in Österreich auch niemals gedacht, dass es solche Ausmaße annimmt. Wir haben hier in Österreich auch schon sehr, sehr viele Infektionen, haben schon einige Todesfälle und das gilt es natürlich also einzudämmen bzw. zu vermeiden. Die Bundesregierung hat eben Verordnungen herausgegeben und Restriktionen also uns auferlegt, die ich finde ganz gut sind und wir sollten uns wirklich alle danach richten. Ich halte überhaupt nichts davon, wenn so selbsternannte Experten hier im Internet darüber posten, dass also dieser Virus total harmlos ist und dass man sich gegen den gar nicht schützen braucht. Und dass man, wenn man einmal infiziert war, eigentlich immun dagegen ist und deshalb also braucht man nichts dagegen tun. Ich finde das einen absoluten Schwachsinn und auch diese Verschwörungstheorien, die es da gibt, von denen halte ich praktisch überhaupt nichts. Ich persönlich halte mich an die Vorgaben, schaue, dass ich jetzt also in der Früh zeitig eben allein durch den Wald gehe, dass ich mich ein bisschen fit halte, dass ich Sauerstoff tanke, und dass ich versuche, also mich also jetzt da wiederum daheim dann eben aufzuhalten, wo ich nicht wirklich also eine Ansteckungsgefahr habe und wo ich auch niemanden anstecken kann. Ich bin ja hier in Klosterneuburg noch relativ gut dran. Ich habe hier eine wunderbare Gegend, also wo ich so herumspazieren kann, wo ich wandern kann, wo eigentlich nicht allzu viele Leute so anzutreffen sind, speziell also hier in der Au. Und ich habe ja interessantes Hobby, nämlich also auch den Amateurfunk, den ich da eben ausüben kann und mit dem ich mit Leuten kommunizieren kann, mit denen ich mich praktisch nicht treffen brauche. 3GHC, U3 Michael, Uniform, U3 FQ, Portable. Ja, schönen guten Morgen, Chris. Danke, dass du hereingemeldet hast. Spaziergänge in der Natur sind ja erlaubt und das mache ich auch. Auch wenn ich derzeit nicht paddeln gehen kann, suche ich da noch immer die Nähe zum Wasser. Ja, und hole mir halt ein bisschen den Gusto auf die Zeit danach, nach dem Virus, wo wir dann halt da wieder herumpaddeln können. Bärlauch haben wir hier in der Au reichlich und da werden wir gleich am Pflücken und den mit nach Hause nehmen. Die Situation ist derzeit wirklich nicht einfach. Aber wir wohnen in so einem wunderbaren Land, für das es sich wirklich lohnt, ein paar Entbehrungen jetzt einmal in Kauf zu nehmen. Das haben unsere Großeltern gemacht, das haben unsere Eltern gemacht und das sind wir auch unseren Kindern und Enkelkindern schuldig. Ja, wir haben in Österreich hier seit 2 Wochen einen Lockdown. Nur manchmal hat man den Eindruck, dass das die Leute nicht ganz verstehen. Ja, also Schulen haben geschlossen, viele Betriebe haben zu.
Und bei manchen Leuten glaubst du also, dass sie Ferien haben, dass sie Urlaub haben und dass sie eigentlich eine schöne Zeit verbringen können. Die Lage ist aber ernst und das sollte uns eigentlich allen bewusst sein. Die Zahlen jedenfalls der Infektionen und die Todesrate, die zeigt es eigentlich deutlich auf. Ja, nehmen wir es gemeinsam in Angriff und schauen wir, dass wir diese Krise bewältigen. Dann können wir vielleicht schon in ein paar Wochen uns wieder auf den Sportplätzen tummeln. Unsere Kids können auf den Skaterplätzen herumtollen. Wir können ins Freibad gehen und schlussendlich auch ins Wirtshaus und können uns dort ein gutes Bier und ein gutes Essen gönnen. Frei nach dem Motto, wir wohnen in einem schönen Land und wir haben eine tadellose Kultur. Ja, das war mein heutiger Appell an euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Pfiat euch!